Voilà, bonjour, mesdames et messieurs. Grüß euch. Wir haben einen kleinen Zwischenstopp eingelegt und wo übernachtet und jetzt sind wir unterwegs nach Blois. Was? Nach Blois. Blois heißt das? Das heißt Blois. Na, das klingt ja nicht so, als wüsstest du, wovon du sprichst. Hallo? Ich kann Französisch. Ich weiß, Das heißt Blois. Und das hat nichts mit Verdauungsproblemen zu tun. Nein. Also sagen wir so, ich kann nicht wirklich gut Französisch, aber dass das Blois heißt, weiß ich schon. Wie sollte man es denn sonst aussprechen? Nach 400 Metern im Kreisverkehr erste Ausfahrt Géorie-Chavigny Richtung Centre-Ville-Blois nehmen. So, ma chérie. Wir sind angekommen in Blois. Oui. Oder in Blois. In Blois, glaube ich, weil du keine Ahnung hast, wie man die Städte hier ausspricht. Wir haben alle Jalousien zugemacht, wie ihr seht, weil es hat heute an die 35 Grad oder jetzt sogar bekommen, mehr. Wird es bekommen, genau. Ja, das Mädel ist auch so heiß. Und da hinten haben wir auch komplett verdunkelt. Und was wir auch noch haben, leider, es ist uns ein Baguette übrig geblieben. Und dann muss man dazu sagen, so ein Baguette. Wenn das übrig bleibt, ist das in Frankreich nicht anders als bei uns. Es ist steinhart. Das kann man nicht mehr essen. Das kann man sich höchstens noch ins Knie nageln. Oder man kann sich mit dem Baguette etwas ins Knie nageln. Weil es ist ungefähr so hart wie ein Hammer. Genau. Das werden wir jetzt in die Biotonne nageln. Ja. Und dann gehen wir mal rein nach Blois und schauen uns an, wie schön das ist. Hä? Was machen wir da? Ein Überfall. Nein, kein Überfall. Sag schon. Ja, weil es gibt hier einen Gradui-Shuttle-Dienst. Urnett. Danke, Blois. 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 Ja, bin jetzt leider. Wir haben jetzt Tablets bekommen. Histopad, historisches Tablet quasi. Das uns jetzt sagt in dem Schloss, was da los war, wo wir hingehen sollen. Und ja, danke Elektronik, weg mit Papier. So viel zur Historie und zu Schlössern aus dem 16. Jahrhundert. Und was kannst du da jetzt? Jetzt sehen wir, wie damals die königlichen Küchen ausgesehen haben. Da war also ein Ofen. Nein, du kannst dich da herumdrehen. Ich drehe mich. Und jetzt gebe ich das iPad mal weg. Zack. Und so hat es ausgeschaut. Und nach oben in die Decke. Und jetzt mal weg. Wo schaut es jetzt aus? Ist irgendwer da? Du bist nicht da, aber du warst noch nicht auf der Welt. Mesdames et Messieurs, je vous présente le monsieur magicien, jeune Jean-Eugène Robert Houdini.
Mesdames et Messieurs, je vous présente. Ja, jetzt habt ihr Déjà-vu, gell? Das ist auch französisch. Ja. Erstens einmal, die Monika lässt jetzt den Finger mal raus aus dem Bild. Dankeschön. Gerne. Und zweitens, ich habe vorher gesagt, dass dieser Magicien, nämlich der Zauberer, Jean-Eugène Robert Houdini heißt, aber das stimmt gar nicht. Er heißt nur Robert Houdin. Das ist das Vorbild vom Herrn Houdini. Das ist gar nicht der Houdini selbst. Aber wollt ihr meinen Zaubertrick jetzt sehen? Ich zeige ihn euch. Passt auf. Tada! Da habe ich zwei Finger und hier nicht. Und jetzt wechsle ich diese zwei Finger. Zack! Jetzt ist er da. Und jetzt wieder zack! Sind sie wieder da. Ist das ein Wahnsinn? Ich bin auch ein Zauberkünstler. Also das ist ein ziemlich bocherner Zaubertrick gewesen. Das habe ich gehört. Ups. Wo ist meine Frau? Surprise! Vor einem Schuhgeschäft. Magasin de Chaussures. Und sind schöne da? Viele. Aber schöne? Auch. Gar nicht so viel. Mit anderen Worten, schauen wir mal rein. Schuhe. Haut man mal schön ins Bild zusammen. Was? Ein Schuhgeschäft. Na geht schon wieder? Das gibt's ja nicht. Aber kauft das jetzt nichts? Nein. Oh, ein Schuhgeschäft. Das gibt's ja nicht. Jetzt waren wir gerade da, in dem da. Schwupp. Da, schon wieder eins. Jetzt ist sie drin. Jetzt habe ich sie verloren. Oh Gott. Jetzt kann ich mir ein Lexikon kaufen und es auswendig lernen. Was gefällt dir an Blois? Ich mag, es schaut nicht so typisch französisch aus, weil es hat... Ich finde es fast ein bisschen britisch, diese überall diese Rauchfänge, diese Orangenen. Ich finde das cool. Schaut sehr einheitlich aus, ein bisschen wie Edinburgh. Straßen in Frankreich. Gerade, gerade, gerade et après, gerade. Was machst du da? Ich schaue auf Google Maps nach, wie die Kathedrale da hinten heißt. Es hat, glaube ich, 79 Grad. Jeder Schritt tut weh. Und ich wollte gerne zu einer Notre Dame, aber das ist eine Saint-Louis. Eine Saint-Louis-Kathedrale. Da gehe ich nicht einmal hin, da bewege ich mich nicht einmal. Da mache ich nicht einmal einen Schritt. Da fahre ich nur weg. Da gehe ich jetzt aus dem Bild. So machen wir das. Okay, dann ist die Kathedrale schön zu sehen. So, jetzt sind wir zurück. Ja. Eigentlich haben wir befürchtet, dass das Womo heiß ist wie eine Sauna, ist es aber gar nicht. Gell? Nein, es ist erstaunlich, dass das immer wirklich ganz gut funktioniert, wenn man alles dicht macht. Wir haben draußen nachgeschaut. 320 Grad hat es gehabt. Ist bei der Apotheke gestanden. Nein, bei der Apotheke ist gestanden 32 Grad, ja, glaube ich. Ja, aber es waren 64 in Wirklichkeit. Apotheken lügen in Frankreich. Ja, natürlich. 64 Grad. Also Blois abschließend sehr ist heiß. Eine sehr schöne Stadt. Ja, mittelalterlich. Wirklich? Ja. Wir sagen immer mittelalterlich, wobei ich gleich dazu sagen muss, ich kenne mich nicht wirklich aus. Es ist eine uralte Stadt.
zumindest eine uralte Innenstadt mit sehr, sehr alten Gebäuden. Sehr alte, teilweise aus dem 12. Jahrhundert. Dann, echt? Ja, dann aber renoviert im 14. Jahrhundert. Also das ist, und dadurch Stein, da ist... Das denkst du aus, nix, oder? Nein, weißt du das? Ja, wir standen vor ein paar Bürgerhäusern, sogenannten Bürgerhäusern, rund um die Basilika, die man sich anschauen kann, und das Schloss, das man sich anschauen kann. Keine Kathedrale, eine Basilika. Deswegen hat ja deine Kathedrale auch nicht Notre Dame geheißen. Nein, sondern genau, Heiliger Louis. Genau, und der Heilige Louis hat halt leider nur eine Basilika. Genau, dann warst du im Schloss drin? Ich war im Schloss drin, da hat der Mann aufgegeben. Ja. Weil der Mann hat sich original das Kreuz verrissen. Hey, das haben wir gesagt, sagen wir nicht. Und schaut, man sieht es aber auf den Bildern. Du gehst wie gelenkig wie ein Kachelofen, die Stirn hier auf. Boah, hör auf, ich kann nicht lachen. Au. Dann war ich alleine im Schloss. Und wenn man mich alleine in einem Schloss lässt, dann... Machst du halt auch Unfug. Sag einfach, wie es ist. Dann nimmst du schon Bilder auf von... Da gibt's Bilder? Also von echt schierchen Menschen. So, ich gehe jetzt mal raus aus dem Bild, sonst glauben die alle, du meinst nicht. Nein. Da, schierche Herrscher und Herrscherinnen, die alle schielen. Unter anderem eine Österreicherin. Nein. Urschier. Oh, ja. Eine schielende Österreicherin. Was mich sowas so, gibt's? Ja. Severa. Was mich so verblüfft ist, dass die damals schon extrem gut malen konnten, aber offensichtlich niemanden schmeicheln wollten. Also, wenn die echt noch schiercher gewesen wären, und das ist eh schon geschmeichelt. Hätten sie es auch gemalt. Hätten sie es vielleicht auch gemalt. Aber es ist ein bisschen ein Gruselkabinett, aber mit einer Leihgabe aus Wien. Warum nicht? Aber das ist halt in Zeiten zu heute, wir haben den Filter drüber. Stimmt. Beauty, ich habe gleich 10 Jahre weniger und schiel auch nicht dank der Brille. Ja, es war. Okay, wir verlassen jetzt auf jeden Fall Blois. Ja, morgen kriegt es 40 Grad. Das kann man diesem Mann hier nicht antun mit einer Stadt. Deswegen schmeißen wir uns zur Loire, in die Loire und schauen einmal, ob wir nicht wieder was da schneiden für uns. Ja, in die Loire, das werden wir aber auch nicht herzeigen, weil das kann man wiederum euch nicht antun. Diesen Mann in der Loire kann man euch nicht antun. Oh ja, in der Loire vielleicht, wenn mir das Wasser bis zum Halse steht, aber in die Loire gehend, das wollt ihr nicht sehen. Du gehst eh nicht, du hatschst in die Loire. Wenn dann... Stimmt. Ja. Und aus. So. Ich habe jetzt die Kamera nochmal aufgedreht, obwohl die Monika gesagt hat, nicht, geh nicht so, geh, das ist blöd. Kochen und Wäschwaschen, urschön, toll. Ja, aber das Wäschwaschen habe ich übernommen. Das ist halt dann nicht Weltverschönerinnen-like. Das ist mir schon klar. Aber? Tut mir sehr leid. Wir kochen heute mal draußen. Ja. Es ist einfach zu heiß. Ich hoffe, dass wir dann nicht nochmal Wäsche waschen müssen. Wenn das jetzt so lecker darüber zieht, riechen wir morgen total nach fleischlosen Burgern, oder? Ja, das kann sein. Nach Erbsenburgern. Aber das Tolle ist, wir sind 2 Tage da. Kannst du morgen nochmal Wäsche waschen?